Hey Leute, heute geht es um das Plugin Multiclan, ein wirklich einfaches Clan-Plugin. Ich weiß, es gibt da sicherlich noch komplexere Clan-Plugins, doch die Einfachheit steht den meisten Usern nun mal ins Gesicht geschrieben. Ihr könnt selbst einen Clan erstellen, andere Spieler einladen, eine Clan-Base setten, dorthin könnt ihr und euer Clan euch dann teleportieren, ihr habt dann noch kleine Stat-Anzeigen für euch selbst und andere Spieler und PvP wird unter euren Clan-Mitgliedern ausgeschaltet, das heißt, ihr könnt nur andere Spieler, die nicht in eurem Clan sind, angreifen. Das Plugin ist für Survival- oder PvP-Server gedacht, so könnt ihr und eure Freunde in einem Clan gegen andere Clans spielen. Die Commands sind auch recht einfach und simpel zu lernen. Mit /clan 1 oder 2 können wir die Commands-Seiten vom Plugin aufrufen, sowie mit /clan-info Informationen zum Plugin bekommen. Um einen Clan zu erstellen, geben wir nun /clan-create und den Clan-Namen ein. Mit /clan-invite und einen Spielernamen können wir nun weitere Spieler zu unserem Clan hinzufügen. Derjenige, der eingeladen wird, muss dann mit /clan-accept die Einladung akzeptieren. Falls der Spieler nicht eingeladen werden möchte, kann er auch mit /clan-deny die Einladung ablehnen. Wird im Chat aber auch deutlich genug beschrieben, was man dann für Möglichkeiten hat. Mit /clan-kick könnt ihr dann Spieler wieder hinauswerfen oder mit /clan-leave den Clan verlassen. Es sei denn, ihr seid der Clan-Leader, dann müsstet ihr mit dem Befehl /clan-delete den Clan löschen. Dann werden aber auch alle anderen Clan-Mitglieder mit hinausgeschmissen. Mit /clan-setbase könnt ihr euren Basepunkt setzen. Dort könnt ihr euch dann immer mit dem Befehl /clan-base hinteleportieren. Mit /clan-stats könnt ihr eure Stats ansehen oder mit /clan-stats und den Namen eines anderen Spielers deren Stats ansehen. Dann haben wir noch /clan-world add oder remove und dahinter der World-Name add a world to attack players. Also ich habe den Entwickler mal gefragt, wofür das ist. In den Properties sollte ja sowieso PvP auf 2 stehen, damit sich andere Spieler angreifen können. Damit der Befehl aber Sinn macht, habe ich mal PvP auf false gestellt, um zu schauen, ob der Befehl eine Priorität darüber liegt. Also ich habe dann meine World hinzugefügt, konnte aber trotzdem niemanden angreifen. Deswegen, ich weiß nicht, wofür der Befehl ist. Wenn PvP sowieso an ist, dann braucht man ja keine anderen extra Welten hinzufügen. Das gleiche mit dem Befehl /clan-spy. Ich dachte zuerst, ob dies nicht vielleicht eine Möglichkeit wäre, den Chat nur unter Clan-Mitgliedern anzeigen zu lassen. Doch ist es aktiviert und ich schreibe etwas in den Chat, können es alle lesen, auch die Leute, die nicht in meinem Clan sind. Da habe ich dann den Entwickler auch nochmal gefragt, wofür das ist. Eventuell ein Bug oder ich kapiere einfach den Befehl oder den Sinn dahinter nicht. In-game werden diese Befehle auch gar nicht angezeigt, auf der Plugin-Seite schon. Eventuell wird es in einer neuen Version gefixt. Ich schreibe euch dann nochmal in den Kommentaren, was los ist, wenn ich mehr weiß. Zum Plugin selber gibt es dann noch einen Ordner im Plugins-Ordner, wo wir in der Language-Datei noch alles umdeutschen können sowie den Präfix ändern können. Die anderen Dateien sind ausschließlich Speicherdateien. Dann müssen wir noch die Permissions verteilen. Also jeder Befehl hat dann seine eigenen Permissions, also sollte das mit dem Permissions verteilen auch nicht so schwer werden. Okay, bei weiteren Fragen, Kommentar oder pin an mich und wenn es das mal wieder gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.